aus dem Prediger Amos, 8. Kapitel, die Verse 11 bis 14. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Siehe, es kommt die Zeit, sagt der Herr, Herr, da werde ich einen Hunger ins Land schicken. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort des Herrn zu hören. Sie werden hin und her von einem Meer zum anderen laufen, vom Norden bis zum Osten umherstreifen und das Wort des Herrn suchen und werden es doch nicht finden. An jenem Tag werden die schönen Jungsfrauen und junge und die jungen Männer vor Durst verschmachten, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen, so wahr dein Gott zu Dan lebt, so wahr der Kult von Beersheba lebt, denn sie werden fallen und nicht wieder aufstehen. Amen. Diesen Text haben wir heute und wenn ich mich nicht irre, haben wir als Sonntagspredigt diesen Text auch zum ersten Mal. Natürlich haben wir schon hin und wieder mal die Texte erwähnt. Wir haben auch passendes Lied dazu. Also dieser Text ist allgemein bekannt. Aber so als Predigttext hatten wir den noch nie gehabt. Zumindest kann ich mich daran nicht erinnern. Es geht natürlich an der ersten Stelle direkt um das Volk Israel. Es geht darum, dass Gott mit jedem von uns sehr große Geduld hat. Mit jedem von uns. Es ist ja, konnte ich gestern auch erleben, wenn man eine Sache nicht kann, dass man sehr schnell am Ende seiner Geduld ist. Ja. Man kommt damit nicht klar, man will das schneller machen, ja. Man sieht drumherum, die anderen können es nicht, man kann es nicht und das ärgert schon einen. Ja, und wenn auch von außen andere, sag ich mal, Reize kommen, dann ist man nicht mehr imstande, das zu überstehen oder zu verkraften irgendwie. Und das bringt mich immer dazu, nachzudenken, wie viel Geduld Gott doch mit uns hat. Wenn Gott so viel Geduld hätte mit uns allen, wie ich mit den anderen, mit meinen Nächsten, mit Verwandten, mit Bekannten habe, wir würden diesen Tag nicht überleben. Das steht für mich fest. Wenn Gott so viel Geduld hätte, wie wir alle zusammengezählt haben, dann würden wir wahrscheinlich die Woche nicht überleben. Wenn Gott so viel Geduld mit uns hätte, wie alle Menschen, die jemals gelebt hätten, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir überlebt hätten. Aber Gottes Geduld ist viel größer. Wir sehen das bei der Frage, wo Apostel Petrus an Jesus gestellt hat, wie oft soll ich meinem Bruder an einem Tag vergeben? Und fragte, ob 70 Mal genug ist. Jetzt, wissen Sie, wenn ich diesen Text da lese, über 70 Mal, ne, da denke ich, Mann, war Petrus geduldig. Ja? Wer von euch ist bereit, an einem Tag einem Bruder 70 Mal zu vergeben? Ich habe so meine Zweifel. Naja, wir kennen uns ein bisschen und ich kenne keinen von euch, ich gehöre auch nicht dazu, wo ich dem zutrauen würde, dass ich den, sage ich mal, 70 Mal ärgere und ich kann davon ausgehen, der wird mir an dem gleichen Tag vergeben. Und nicht nur sagen, ich vergebe dir, sondern nein, wirklich von ganzem Herzen vergeben. Ich muss leider sagen, kenne ich keinen. Und ich vermute mal, er kennt auch keine. Und da Jesus verschärft das und redet von 490 Mal. Und das ist noch nicht das Ende. Jesus meinte natürlich nicht, dass bei 490 Mal genug ist und weiter brauchst du nicht zu vergeben, sondern er wollte uns Menschen die Größe der Geduld Gottes zeigen und das, was Gott von uns erwartet, an Geduld, an Liebe dem Nächsten gegenüber. Es ist ja natürlich nicht das gemeint, wo man mich ärgert und ich muss das ertragen. Wenn das so wäre, dann könnten wir unsere Kinder gar nicht erziehen. Ja? Und Gott erwartet von uns, dass wir unsere Kinder erziehen.
Er erwartet von uns, dass wir selbst verändert werden, dass wir auch uns verändern. Das erwartet Gott von uns. Und andersrum ist noch die Liebe da und die Geduld und die Bereitschaft zur Vergebung, wenn derjenige wirklich um Vergebung bittet. Und diese Geduld hat Gott mit uns. Wie viele Jahre haben wir gelebt, bis wir zu Gott gefunden haben? Oder wie viele Jahre leben noch Menschen, ohne dass sie zu Gott gekommen sind, obwohl sie so lange von ihm gehört haben? Und jedes Jahr hat Monate, hat 52 Wochen, es gibt sogar Jahre mit 53 Wochen, ja, und Tage, man kann das auf die Stunden, Minuten und Sekunden runterbrechen, wie viele pro Minuten böse Gedanken besuchen, wie viele seine Gebote wie pro Stunde, pro Tag brechen. Und wenn man das zusammenzählt, dann kommt man zu dem Schluss, wo Gott durch die Propheten zu uns spricht. Damals zu seinem Volk, da werden aber auch wir natürlich berücksichtigt, dass wir von oben bis zum Fuß voll Sünde sind, wie ein Aussatz. Gott spricht auch: Komme zu mir, wenn eure Sünde wie blutrot sind, werde ich schneeweiß machen. Gott gebraucht diese Bildsprache, um uns das klarzumachen, darzustellen, wie schlimm es um uns geht, ne? Wie weit wir von ihm abgefallen sind. Es ist ja nicht so, dass er uns unterdrücken will oder, sage ich mal, die Sache größer malt, als die ist. Nein, der will uns einfach den Zustand zeigen. Gott ist wie ein ehrlicher Doktor, der uns eine Diagnose ausstellt. Und wenn man eine richtige Diagnose hat, denn die meisten Probleme sind in unserem Leben mit unseren Krankheiten, dass wir keine richtige Diagnose bekommen. Man geht zum einen Arzt, man geht zum zweiten, zum fünften, zum zehnten und dann weiß man immer noch nicht, worum es geht. Es geht jetzt so bei unserem Bruder, der krank ist, ja, es gibt mehrere Geschwister, Schwestern bei uns in der Gemeinde, die schon seit Jahren Beschwerden haben, da und hier, und man hat bis heute noch nicht die richtige Diagnose. Und wenn man nicht einmal die Diagnose hat, dann weiß man auch einem nicht zu helfen. Gott sagt uns, wo wir sind, wie unser Zustand ist, damit das uns klar wird, und dann lädt er ein und gibt uns auch eine Lösung. Was wir heute hier lesen, es geht um das Volk Israel. Gott hat Jahrhunderte Geduld mit denen gehabt. Also das darf uns natürlich jetzt nicht dazu bringen, dass wir überheblich werden und mit dem Finger auf die zeigen und sagen, ja, guck mal, wie schlimm die waren. Wir sind ja halt nicht besser. Ja? Die Christen sind nicht besser, die nicht aus dem Israel abstammen und zum Glauben gekommen sind. Wir sind leider auch nicht besser. Und auf die Frage, warum Jesus mal gesprochen hat, dass die letzten Zeiten so schlimm sein werden, die nicht mal so zu Lots oder Noahs Zeiten waren, hat mal Bruder Alfred geantwortet. Damals waren das Heidenvölker, die von Gott meistens nichts gewusst haben. In letzter Zeit werden das die sein, die sich Christen, die sich gläubig nennen, die sich nennen, die kennen Gott. Und die werden mit Absicht die gleichen Sünden tun. Und das ist ja natürlich viel schlimmer. Der eine, der vielleicht einfach keine Ahnung hat und was Böses tut. Und der andere, der sich voll bewusst ist. Und das sehen wir, heutzutage geht das alles in Erfüllung. Diejenigen, die behaupten, Gott nicht nur zu kennen, sondern Gott zu dienen, sind in der Regel die größten Sünder. Genauso war das auch zu Jesus Zeiten mit dem Volk Israel. Das waren die Pharisäer, das war die Elite, die religiöse Elite im Israel, das waren die Hohepriester, die gegen Jesus angestachelt haben und sogar falsche Zeugen bezahlt haben und gesucht haben, um umzubringen. Das zeigt einfach den Zustand der Menschen, diejenigen, die Gott sogar tatsächlich kennen, dass es möglich ist, dass die Menschen gegen Gott sich aufhören.
schrecklich. Ja, erfüllt mich wirklich mit Furcht, wenn ich daran denke. Und wir lesen heute von dem Volk Israel. Gott hat große Geduld gehabt, aber sagt, und das ist auch ein Kriterium von unserem Gott, der spricht zu uns im Voraus und warnt uns von dem, was kommen wird. Wenn du dies tust, wird dir so ergehen. Mit dem Segen und mit dem Fluch. Und dem Volk Israel sagt er, sieh, es kommt die Zeit, sagt der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land schicken, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. An sich, wenn man das hört, ist das wunderbar. Wenn Gott uns wirklich Verlangen nach seinem Wort, nach seinem Willen schickt, wir können auf die Knie fallen und Gott dafür danken. Das ist ein Segen Gottes. Und deswegen möchte ich jeden dazu ermuntern, sobald er verspürt, ihr möchtet in die Gemeinde, ihr habt so richtig Freude an dem Bibellesen, an der Gemeinschaft mit den Gläubigen, widerstrebt nicht dem. Dankt Gott dafür und nutzt die Zeit. Wenn er das einmal ausschlägt, zweimal, Bruder Alfred sprach das, hast du einen Verlangen nach dem Gebet, geh und bete. Wenn du denkst, du machst jetzt dies oder jenes ganz schnell noch, kochst was zu Ende, weiß nicht, bringst die Kinder weg oder wie auch immer, sagst du danach, halbe Stunde später, wirst du vergessen, dass du beten wolltest. Wirst du vergessen, warum du beten wolltest. Lass die Zeit nicht aus. Nicht vergehen, nicht verlieren. Aber weiter spricht der Herr, dass er nicht nur diesen Durst und Hunger schickt, sondern sie werden hin und her von einem Meer zum anderen laufen, vom Norden bis zum Osten umherstreifen und das Wort des Herrn suchen und werden es doch nicht finden. Das ist schrecklich. Schrecklich kann es einem Menschen gar nicht gehen. Wenn die Menschen schreien, wenn die Menschen rufen, wenn die Menschen suchen und Gott verbirgt sein Angesicht, wenn Gott nicht mehr antwortet, sprach mal Wilhelm Busch, sagte, wenn Gott nicht mehr redet, ist die Hölle auf die Erde gekommen. Wenn Gott mit uns nicht mehr spricht, schlimmer kann es nicht werden. Das werden wir vielleicht, wenn wir gesund sind, wenn es uns gut geht, nicht schätzen. Denken, was redet er da? Aber sobald wir begreifen, es geht mit uns zu Ende, sobald wir begreifen, wir sind krank geworden, sobald wir begreifen, wir haben die Zeit verloren, da werden wir merken, was für eine große Bedeutung das hat, dass wir einen Fürsprecher für uns haben, dass wir einen Gott haben, der uns sagt, dass die Zeit unseres Lebens irgendwann mal vorbei ist. Und je länger man gläubig ist, desto mehr schätzt man das, diesen Versprechen Gottes, dass die Zeit auf dieser Erde kurz ist, weil die Zeit böse ist. Wir wissen ja nicht, was morgen mit uns ist. Also ich möchte jetzt keinen erschrecken oder Angst einflößen, ne? Aber das ist eine Tatsache. Wir wissen nicht, was mit uns morgen ist, was mit uns mit einem Jahr oder mit 10 Jahren ist. Und da freuen wir uns, dass wir als Christen in dieser Hoffnung feststehen können, dass alles, was Gott in unserem Leben uns zulässt, uns denen, die an den Glauben zum Segen dient und zu seiner Ehre. Ob es gut ist oder schlecht, Gott lässt nichts unbedacht in unserem Leben zu. An jedem Tage werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Ja, Gott hat uns so viel Segen gegeben, auch in unserer Gemeinde, dass wir immer noch viele Kinder und Jugendliche unter uns haben. Das ist sein Segen, das ist sein Verdienst, nicht unser. Wir können alles nur kaputt machen, schlecht machen. Das muss uns auch immer bewusst bleiben. Aber Gott kann auch unsere Fehler und unsere Sünden wegwischen und das Beste draus machen. Aber auch hier spricht der Herr, dass diejenigen, die jung sind und schön sind, es ist
einer Freude. Das ist schön. Aber wenn Gott die Jungen und die Schönen nicht segnet, dann wird auch deren Leben eine Höhle sein können. Denn wir sind ja so gestrickt in unseren Sünden, dass wir uns von dem Teufel verführen lassen. Dass wir imstande sind und tun das auch immer wieder, unseres Leben zu ruinieren. Unsere Gaben falsch anzuwenden. Und nachhinein zu sagen, in 10, 20, 30 Jahren, Gott, warum hast du das mit mir gemacht? Ohne dass wir teilweise ehrlich begreifen, dass eigentlich selbst daran schuld sind, was wir aus unserem Leben gemacht haben. Aber nein, Gott möchte uns dadurch auch warnen und uns dieser Freude heute auch sichtbar machen. Heute ist der Tag des Herrn. Heute spricht Gott zu uns allen, die heute da sitzen. Wir können hören, wir können sehen, wir können gehen, wir können aufstehen, wir können uns niederknien, wir können zu Gott beten. Lasst uns das nutzen, denn wenn das weg ist, dann denken wir, tja, hätte ich das doch bloß gestern gemacht oder vor einer Woche gemacht. Lasst uns die Zeit schätzen. Lasst uns sein Wort schätzen, wo wir heute noch lesen können. Es ist ja nicht nur das Volk gemeint. Gott hat Geduld, aber Gott stellt uns auch bestimmte Grenzen. Bis hierher und nicht weiter. Und dann können wir machen, was wir wollen. Dass Gott uns hört, das ist nicht unser Verdienst. Es ist ja, Gott hört uns nicht, weil wir jetzt besonders lange auf den Knien stehen oder dass wir jetzt irgendwie besonders gute Worte gefunden haben oder dass wir ihm besonders große Versprechen abgeben. Gott hört uns, weil er uns liebt und uns hören möchte. Und wenn die Zeit vorbei ist, wenn die Grenze überschritten ist, da hilft nichts mehr. Es ist vorbei. Hier spricht er, die werden laufen von einem mehr zum anderen. Die werden verschmachten und nicht mehr aufstehen. Und so kann man auch natürlich persönlich jeder für sich auch anwenden. Auch für mich hat Gott Grenzen gesetzt. Für mich persönlich. Auch für mich hat er Zeit gegeben. Wie lange werde ich auf dieser Erde leben? 50, 60, 70 Jahre, wissen wir nicht. Es ist ja auch nicht schlimm für einen Christen, sich von dieser Zeit oder von diesem irdischen Leben zu verabschieden. Wenn wir wirklich daran glauben, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden, wo keine Tränen, keine Krankheiten, wo Jesus selbst, derjenige, der uns liebt über alles, so dass er sein Leben für uns gegeben hat, auf uns wartet, da kann man sich darauf freuen, dass es vorbei ist. Natürlich fällt der Abschied manchmal nicht einfach, ja, von den Kindern, von den Ehepartnern oder wie auch immer. Und trotzdem ist die Freude auf das, was uns erwartet, viel größer. Man freut sich auf das. Und Gott kann uns wirklich trösten. Wenn wir von David lesen, da stehen die Worte, dass er gestorben ist und er war mit diesem Leben satt. Der war froh, dass er gegangen ist. Gott kann auch diesen Segen und will auch diesen Segen uns schenken, dass wir, wenn es soweit mit uns ist, in Freude und im Frieden sich verabschieden und unseren Geist in seine Hände übergeben. Aber solange wir noch leben, lasst uns freuen, dass Gott uns so viel Segen gibt. Lasst uns die Zeit ausnutzen, dass wir einander nicht ärgern, nicht nerven, sondern vergeben, Liebe erweisen und das tun, was wir von den anderen erwarten. Das ist schon relativ einfach. Ja? Ich weiß ja, was ich möchte, was ich mag, was ich erwarte, was natürlich immer an dem Wort Gottes gemessen werden muss. Ja?
was ich mag, was ich erwarte. Das ist ja klar. Aber lasst uns so leben, dass das Licht des Herrn tatsächlich in unserer Gemeinde, in unserer Familie und in unserem persönlichen Leben und Wandeln auch zu sehen ist. Dass wir nicht Theoretiker, sondern Praktiker im Glauben werden. Und Gott möchte uns dafür auch segnen. Der gibt uns Kraft, der gibt uns Mut, der gibt uns die Liebe, der hat uns alles gegeben, sein Wort und seinen Geist. Lasst uns zu ihm kommen, ihm dafür danken und dass sein Name Jesu Christi immer gepriesen wird. Amen.